So, wunderschönen guten Morgen. Herzlich willkommen zum OSM Samstag. Ich weiß, sind noch viele in Gesprächen vertieft, aber wir müssen leider loslegen. Zeit zu quatschen wird es noch geben. Und zwar, wir wollen heute im klassischen Unkonferenzsinne morgens erstmal ein paar Sessions sammeln, die wir dann während des Tages abarbeiten können. Es gab schon ein paar Themenvorschläge im Wiki. Die sind jetzt aber nicht vollständig. Das heißt, es gibt jetzt noch die Chance, Dinge vorzuschlagen, über die man reden möchte. Wir werden, glaube ich, 4 Räume insgesamt haben. Das heißt, es gibt genug Platz. Das hier ist der größte. Die anderen sind eher so kleinere Sitzungssäle. Das heißt, wir können halt relativ viele Themen aufnehmen. Unsere Idee war es, bisher 1-Stunden-Slots zu haben. Das heißt, es gibt halt genug Zeit, um mal zu diskutieren. Wenn es jetzt irgendwie Bedarf gibt, könnten wir die reduzieren, aber eher lieber nicht. Also bleiben wir lieber bei der 1 Stunde. Wir können es auch gerne so organisieren, dass wir 3 Räume vergeben mit festen Themen. Wir können einen Raum gerne offen lassen. Das können wir ja danach entscheiden, wie viele Vorschläge es geben wird. Genau, wir haben jetzt auf der Themenliste Fahrradknotenpunkte, Christopher, anschließend an, an den Vortrag gestern. Das Thema Park and Ride, Tagging von Parkplätzen, Parken und Mitfahren, Overpass-Queries zur, gute Frage, was ist QS? Qualitätssicherung bestimmt, oder? Netzanbindung, Osmoscope-Layer. Dann haben wir das Thema Positionspapier, warum wir nicht zensieren, von Nakana. Wir haben das Thema OSM2World und 3D. Dann haben wir das Thema Deep Learning und OSM, ÖPNV-Daten, the source of truth in OSM und LKW-PKW-Maut-Tagging. Das sind die Themen, die wir bisher haben und jetzt gibt es die Gelegenheit, weitere Themen vorzuschlagen erstmal. Also wer möchte? Oder sollen wir zuerst, sollen die jeweiligen nochmal vorkommen und selber was dazu sagen oder wolltest du einfach abkürzen? Ich würde jetzt erstmal eigentlich ganz gerne die, also wir können ja gleich nochmal, bevor wir zählen, wie viele interessiert sind, nochmal kurz Vorstellungen von den Themen machen. Aber lasst uns doch vielleicht erstmal sammeln, dass wir eine Liste haben und dann können wir nochmal ins Detail gehen. Genau. Bitte. Auch anschließend zu meinem Vortrag würde ich noch eine Wiki-Session vorschlagen. Ein kleiner Hinweis, bitte, wenn ihr das Mikrofon bekommt, achtet darauf, ihr müsst es direkt vor dem Mund halten, bitte nur so eine Daumenbreite Abstand, ansonsten können wir ganz schlecht was verstehen und auf dem Stream landet es auch nicht vernünftig. Achso, waren noch gemutet? Nee, wir haben dich halbwegs gehört, also Wiki von Hanna, aber bitte halbwegs laut sprechen, Mikro nah an den Mund und bitte nicht wegdrehen, das ist ganz wichtig. Und bitte immer den Nick auch dazu sagen. Achso, Raupe. Ja, passt. Hier vorne. Ich hätte ein Thema Verbindungswege und Dorfkarte. Ein regional-europäisches Bekenntnis. 10 Minuten würden reichen, aber ich hätte unbedingt, bräuchte ich Videoaufzeichnung. Gut, dann versuchen wir es mal in den Hauptraum zu tun. Und der Name? Den Namen bräuchten wir noch mal kurz. Ludwig. Okay, vielen Dank. Okay, von ganz hinten. Ja, das Thema Wikimedia und OpenStreetMap, also das Thema Förderungsmöglichkeiten, aber auch mal eine Bestandsaufnahme, was es an Skripten gibt und was es an Möglichkeiten gibt, was zu tun. Bitte sagt immer euren Namen dazu, am besten am Anfang. Das ist doch der berühmte Kolossus, also bitte. Ja klar, aber das weiß ja nicht jeder. Das ist wahrscheinlich auch der Dienstälteste hier im Raum. Gut. Weiter.
Ja, ich würde vorschlagen, Brainstorming, was erwarten wir von der OSMF? Oh. Also Hintergrund ist, dass es gerade Bestrebungen gibt oder die OSMF nach dem GlobalLogic-Vorfall, also ganz kurz, da hat eine Firma einfach mal versucht zu sehen, ob man nicht die Wahlen beeinflusst, vermutlich die Wahlen beeinflussen könnte, wenn man 100 Mitarbeiter als Mitglieder anmeldet. Und da gab es danach Bestrebungen, wie man die OSMF härtet gegen solche Übernahmen. Und es gibt sowieso immer Erwartungen von uns. Und die Frage wäre eben, also ich würde das Thema gerne auf die Agenda setzen und also auf die OSMF-Agenda langfristig oder im Laufe des Jahres setzen. Und dann wäre es ganz gut, hier schon mal so ein bisschen Rückmeldungen zu haben. Nicht, dass ich so völlig an der deutschen Linie vorbeigehe mit dem, was mich da an Sorgen umtreibt. Mein Name ist Roland. Und mein Nick ist Drolbr. D-R-O-L-B-R. Und bitte macht Anmerkungen nur mit Mikro. Fred kommentierte gerade, dass der Foskis auch gegen solche feindlichen Übernahmen derzeit nicht gewappnet ist. Bitte nehmt das nicht als Aufforderung. Ach nicht, da habe ich was falsch verstanden. Jochen, bitte, dein Vorschlag zur Übernahme. Ich bin gewählt worden. genau, ich bin Jochen. Thema Postgres, PostGIS. Wir alle oder sehr viele von uns, wir arbeiten in irgendeiner Form mit Postgres-Datenbank und tun OSM-Daten da reinlesen und gibt lauter Tools, die da irgendwas machen und lauter Tricks, die man über die Zeit gelernt hat. Und ich fände es einfach ganz nett, mal sich da so ein bisschen auszutauschen. Okay, vielen Dank. Gibt es noch Themenvorschläge? Also wir haben noch, glaube ich, ganz gut Slots im Angebot. Wie gesagt, es wird noch im Laufe des Tages sicherlich Möglichkeiten geben, sich schnell zusammenzurotten, aber wenn ihr eben groß was in die Runde fragen möchtet, dann am besten jetzt. Nakano, bitte. Ich bin Nakano. Ich möchte vorschlagen, die Wiederbelebung der Pressearbeit als OpenStreetMap Deutschland. Wer da mithelfen möchte, dass man sich darüber mal austauscht, da vielleicht auch so ein Presseteam startet. Okay, vielen Dank. Jakob, Bufferclip als Nutzername. Ich nur zwei kurze Fragen, wo man vielleicht nicht gerne eine ganze Session machen muss. Und zwar einmal würde ich mich interessieren, wenn ich offline mit Tiles runterladen will, ob ich die irgendwo offiziell runterladen darf, weil ich ja nicht die offizielle API abscrapen will. Und dann würde ich mir gerne das Osmium-Tool installieren und brauche da noch Hilfe. Genau, und da würde ich auch einfach mit den einzelnen Personen eventuell nochmal sprechen. Aber genau. Okay, vielen Dank. Gibt es noch Session-Vorschläge oder Fragen oder eben solche Anmerkungen ins Plenum? Ich habe ja gestern das Osmoscope vorgestellt im Vortrag, nee, vorgestern, wann war das? Irgendwann. Falls Leute da Interesse haben, da Layer für zu bauen oder was auch immer, da mitzuhelfen, dann könnte man da drüber reden. Okay. Christoph? Darf ich gerade? Ich bin Holger, MFEZ. Ach so, und ich werde mich heute mit Sarah nochmal zusammensetzen zum Thema Geocoding, Nominatim und Photon. Wenn dann noch irgendwer Lust zu hat, so eingeladen. Okay, vielen Dank. Ich wollte zu diesen ganzen eher Spezialfragen, Einzelthemen, Einzelgesprächen vielleicht vorschlagen, dass man irgendwie so einen Blog macht, wo man die bündelt, weil ja definitiv dann nicht jeder zu jedem Thema interessiert ist, dass man einfach irgendwie einen Freiraum schafft, wo durchaus Spezialthemen dann wieder parallel sein können, aber wo man die Einzelfragen irgendwie ein bisschen bündelt. Meinst du im Sinne von, wir sollen einfach einen Raum blocken für eben für andere? Ja, oder eine erweiterte Kaffeepause oder was auch immer, nicht? Also, okay. Also wir werden Pausen haben. Die Leute, haben. Die Fragen beantworten können und die Leute, die Fragen haben, weil ja auch eine Menge OSM-Neulinge hier sind, wahrscheinlich zusammenfinden können und dann man einfach. Vielleicht kann man die Fragen vorher durchaus mal sammeln, dass ja schon klar ist, wer woran interessiert ist. Das wäre interessant. Vielleicht können wir irgendwie so ein Bogen Papier oder sowas mal organisieren, dass Leute einfach mal notieren können, worüber sie noch reden würden oder wozu sie noch Hilfe brauchen. Ja, das ist eine gute Idee. Vielen Dank.
Okay. Habe ich Photon jetzt eigentlich richtig geschrieben? Ja. Ansonsten ist es übrigens ein Pad, also die URL ist im Wiki, falls jemand was korrigieren möchte. Wenn es im Wiki ist, sind wir alle gerettet, das ist immer gut. Ich gucke jetzt nochmal in die Gegend, gibt es noch Themenvorschläge oder sind wir damit durch? Also ich weiß nur, es gab irgendwie noch die Bestrebung, dass die Konferenzorga über Pre-Talks, Pre-Ticks und so weiter noch diskutieren wollte und da vielleicht auch noch irgendeine Räumlichkeit braucht. Haben wir gerade irgendwie Marc oder Marc ist da? Hast du irgendwie, magst du mal nicken oder? Ja, wollen sie, okay. Mein Name ist Marc und die Idee ist, dass ein paar Leute, die vielleicht schon dabei waren oder andere, dass wir nochmal über Pre-Talks sprechen und wie wir das Ganze organisieren. Wir haben da so Ideen, dass mehr Studenten gerade kommen, dass Speaker ganz gesichert ein Ticket haben und so. Wenn ihr noch Ideen habt, können wir uns dazu mal treffen. Okay. Gut. Einen Themenvorschlag gibt es noch. Ich bin Tobias. Ich würde keine Session machen. Ich wollte nur sagen, dass ich ansprechbar bin zum Thema Programm, Android-App. Falls da irgendwie noch irgendwelche Fragen, Wünsche gibt, dann bin ich da bis 16 Uhr. Wunderbar, vielen Dank. Gut, dann können wir, glaube ich, jetzt übergehen in Interessensbekundungen. Das heißt, wir gehen jetzt erstmal von oben nach unten durch die Themen durch und schauen eben, wie viele sich dafür interessieren, damit wir so ein bisschen sortieren können, was in welchem Raum gehört und wie wir vielleicht Konflikte verhindern können. Okay, fangen wir doch mal, eins ist, ich glaube, Fahrradknotenpunkte von Christopher. Möchtest du noch ein Wort dazu sagen? Ja, ich hatte ja gestern den Vortrag gemacht zum Thema Fahrradknotenpunkte. Da gibt es ja im Wiki, ich sage mal so, vier Varianten von Tagging. Und ich würde vielleicht gucken, wie man das sinnvoll vereinheitlichen kann, beziehungsweise sagt, ja, die Varianten sind alle schön, aber ich sage mal, eine fünfte Variante ist vielleicht die Lösung für dieses Problem. Hatten wir gestern schon angefangen zu diskutieren. Und ja. Okay. Wie viele oder wer wäre an diesem Thema interessiert zu reden, zu diskutieren? Okay, das sind einige. Wir zählen mal durch. Zehn? Okay, zehn. Ich hätte jetzt mehr geschätzt, aber ich habe jetzt nicht gezählt, von daher. Park and Ride von Holger. Möchtest du noch was dazu sagen? Ja, ich bin Holger von der Mitfahr-Dezentrale und wir machen intermodales Routing. Wir wollen auch das Thema mit dem Auto zur Bahn stärker berücksichtigen. Das scheitert im Augenblick noch daran, dass Park-and-Ride-Parkplätze unvollständig und nicht so gut gemappt sind. Und da würde ich gerne ein bisschen mit euch drüber diskutieren. Die Art und Weise überhaupt, Netzanbindung, Osmoscope ist auch ein Thema, also QS. Und ja, wer Lust hat. Also es ist kein stundenfüllendes Thema, 20 Minuten, vielleicht kann man es irgendwie zusammenpacken. Okay, wer wäre daran interessiert? Christopher Zese? Okay. Okay, 12. Positionspapier, warum wir nicht zensieren von Nakana. Nakana, möchtest du noch was dazu sagen? An den Volskis sind in den letzten Jahren immer mal wieder Bitten herangetragen worden, doch zum Beispiel Hochsitze aus OpenStreetMap zu löschen oder irgendwelche Zeltplätze im Wald. Und als Reaktion wäre es geschickt, wenn wir so ein fertiges Positionspapier haben, wie es die OSMF schon für umstrittene Grenzen hat, dass wir dann als Antwort schicken, so, das ist die Meinung von OSM und damit müssen Sie jetzt leben. Okay, wer wäre an diesem Thema interessiert? Wow, doch so viele für so ein Nischenthema, sehr schön. Naja, das ist schon keine Wertung. Oh, tut mir leid, ich muss ganz neutral bleiben. 14, wow. Sehr schön. Ja, das ist doch mal Engagement, das finde ich gut. OSM Two World und 3D. Todanik, also Tobias oder Carlos, möchte irgendwer was dazu sagen?
Ja, also einige von euch haben ja wahrscheinlich meinen Lightning Talk zum WebGL Frontend von OSM to World gesehen. Wir können uns das nochmal gemeinsam anschauen, aber ich würde das halt auch jetzt ganz gern zum Anlass nehmen, nochmal mit euch über das Thema OSM to World und eben auch 3D im Allgemeinen zu reden, was ihr so für Ideen habt, wo das Ganze hingehen soll, dass wir uns da ein bisschen austauschen. Okay. Wer wäre daran interessiert? Zehn? Hast du auch 10 gezählt? 10. Deep Learning und OSM. Wer hat das denn vorgeschlagen? Wer ist Xamanu? Ah ja. Hi. Ja, Deep Learning und OSM. Ich wollte mal irgendwie das Thema ansprechen. Ich glaube, dass da einige Dinge gerade passieren. Ich weiß, dass einige Dinge passieren. Ich weiß auch, dass es nicht ganz unstrittig ist und würde gerne darüber reden, was ist eigentlich realistisch möglich, was wäre möglich, was wollen wir nicht. Genau. Okay. Wer wäre an diesem Themenblock interessiert? Elf? Elf. Wow. Zwei Leute zählen und kommen aufs gleiche Ergebnis. Verrückt. ÖPNV-Daten, Source of Truth in OSM. Ach, das ist ja nochmal. Hallo nochmal. Also es geht darum, dass ich glaube, dass wir in Deutschland meistens irgendwie in ÖPNV den Behörden und den Verkehrsbetrieben hinterherrennen, was wir mappen. Aber woanders sieht es anders aus. Und es gibt so erste Projekte, erste Städte, wo ÖPNV-Daten in erster Linie in OSM gemappt wurden und dort auch gewartet werden und daraus dann entsprechende Datenformate generiert werden. Das ist relativ schwierig, aber ich würde gerne mich darüber unterhalten, ob sowas auch wieder, ob es Sinn macht, ob es nicht Sinn macht, wo die Probleme liegen, wo vielleicht auch die Chancen liegen. Okay, Interessierte. Wow. Okay, wenn du es sagst. Wird stimmen, viele. Das Problem ist, manche melden sich dann nicht mehr, dann muss ich dir dann doppelt zählen. Ja, okay. PKW, LKW, Maut. Robert, hier drüben. Ja, ich möchte eigentlich nochmal an das Thema, was ich im Lightning Talk angesprochen habe, nochmal verinnerlichen und eigentlich mal mit euch darüber sprechen, was ihr dazu denkt, ob man das mal überarbeiten sollte, weil ja relativ viel passiert momentan. Die Behörden haben sich eigentlich mal durchgerungen, die PKW-Maut auch einmal einzuführen und da dachte ich mir, dass wir uns mal überlegen, wie wir das taggen und Schema und ob das Sinn macht, das bisherige Schema so weiter zu benutzen und genau. Einfach mal diskutieren und mal zeigen, wie der aktuelle Stand ist. Okay, wer ist daran interessiert? Drei. OSM-Wiki. Achso, die hatten wir ja schon, das ist ja eins von den Themen, die schon angesprochen wurden. Oder möchte jemand noch was dazu wissen? Nee. Wer ist denn interessiert am OSM-Wiki? Möchtest du es nochmal ausformulieren, was du besprechen möchtest? Ich muss hier Christopher die ganze Zeit von links nach rechts laufen lassen. Einige von euch haben ja meinen Talk gehört. Es ging vor allen Dingen darum, wie geht es mit dem Wiki weiter, was können wir damit anstellen. Und ich hatte am Ende meines Talks ein paar konkrete Vorschläge gemacht oder Probleme, die ich sehe. Und da ging es mir vor allen Dingen darum, dass man Inhalte, die gerade im Wiki sind, auslagern. Hier habe ich jetzt allerdings ganz konkret das Problem, dass ich definitiv nicht diejenige sein werde, die das auslagert, da ich keinen Programmierhintergrund habe und da wäre ich auf Input von euch angewiesen, was ihr da als Technologien seht, die man da einbinden könnte, die man dafür nehmen kann und wie vielleicht die Probleme, die ich angesprochen habe, gelöst werden könnten. Ich glaube, im Bedarfsfall kannst du auch nochmal den Vortrag kurz abreißen in der Session. Okay.
für die, die jetzt gestern nicht dabei waren, weil es eine Parallelveranstaltung gab. Alles klar, wie sieht's aus, wer ist denn daran interessiert? Oh. Und Andi, 20? Mit Andi 20, ja. Gut. Verbindungswege und Dorfkarte. Ludwig, ich glaube, du hast was noch zu sagen. Es ist der unwichtige Teil des Titels. Das andere steht ja, habe ich vorhin gesagt, steht nicht drauf. Verbindungswege ist natürlich auch ganz konkret gemeint zwischen Schaffhausen und dem Landkreis Konstanz. Und das Ganze befindet sich im sogenannten Dach-Plus-Raum. Und mein regional-europäisches Bekenntnis, also das und die Modelle, die Datenmodelle, die amtlichen Datenmodelle denn in der Schweiz und in Österreich, finde ich richtig hochinteressant. Und das ist regional bei Herrn Kretschmann in Stuttgart, der mir das versprochen hatte, uns Bürgern. Und das war die Foskis in Heidelberg. Und ich kam nach Hause und dann hat es mich so eingewickelt auch. Und als er heute Morgen auf seinem Facebook-Account, das macht er nicht selber, aber... Also bitte. Es ist, geht also, in und die politische Bedeutung von uns als OpenStreetMap-Mapper. Also in Verbindung mit amtlichen Verbindungswege, auch in diesem Sinne zwischen amtlich und OpenStreetMap. Magst du vielleicht, weil es jetzt vielleicht nicht ganz klar geworden ist, in einem Satz mal abreißen, was man jetzt erwarten kann oder worüber konkret, was dein Diskussionspunkt ist in der Session? Lass bitte das Mikrofon nochmal kurz bei Ludwig. Damit das, weil ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob allen klar geworden ist, was Inhalt konkret sein soll, worüber du konkret diskutieren möchtest mit den Teilnehmern oder was du erzählen möchtest. Vielleicht mal in einem Satz abreißen, weil vielleicht vielen die politische Lage in Baden-Württemberg nicht so ganz klar ist. Ich will das als Statement abgeben. Ich bin ja auch dem Staatssekretär hinterhergerannt, als er mit unserem Gastgeber rausging. Uns fehlt leider der Kontext. Also wäre es schön, wenn du einfach erwähnen könntest, okay, das ist also Verbindungswege im Dachbereich, das ist klar. Die Übergabepunkte zwischen dem Kanton Schaffhausen, ja, und der Landesvermessung Baden-Württemberg, das ist Karlsruhe zuständig hier, sind bis heute nicht festgelegt. Gut, das heißt, wir reden über Übergabepunkte. Vor allem im europäischen Kontext. Wer ist denn an dieser Session interessiert? Okay, erstmal noch nicht. Dann müssen wir weitergehen und zwar Wikimedia und OpenStreetMap. Wie sieht es da aus? Ist eigentlich klar. Tim hat ja schon eigentlich dazu gesprochen. Wer ist denn an dem Thema interessiert? Das sind einige. Irgendwie so? Gut. Gut, dass du es nicht aufaddiert hast. Naja, ich wollte, nachdem ihr vorhin so betont habt, dass ich auch dabei ist, habe ich mir gedacht, diesmal erzähle ich mich selber. Ach so, gut, dazu. Okay, vielen Dank. Ja. Brainstorming, was erwarten wir von der OSMF? Roland, du hast ja eigentlich auch schon mal kurz abgerissen, worum es gehen soll. Von daher können wir direkt zur Interessensbekundung übergehen. Wer wäre an dem Thema denn interessiert? Dann mach 19. Außer du bist dabei, dann 20. Postgres, PostGIS, Austausch von Jochen. Hatten wir ja eigentlich schon auch ein kurzes Statement zugehört. Wer ist denn an dem Thema interessiert?
25? Ja! Das ist, man lobbyiert jahrelang gegen Postgres und dann kommt Jochen und dann gibt es doch wieder 26, ne? Das ist. Und dann melde ich mich auch noch selbst, das ist wirklich. Okay. Wiederbelebung, Pressearbeit. Hat Nakada eigentlich auch schon mal kurz erwähnt. Wer ist denn an der Pressearbeit für OpenStreetMap Deutschland interessiert? 1, 2, 3, 4, 5. Ein halb. Drei Viertel. Osmoscope, Fragesession von Jochen. Osmoscope, das neue QR-Tool von Jochen, hat er auch gerade schon erwähnt. Wer ist denn an dem Thema interessiert? Du musst die jetzt schon halten, ne, die Session. Das, da kommst du jetzt nicht mehr raus. 17? Ich hatte 19 gezählt, mach mal 19, 18. Ja. Geocoding mit Nominatim und Photon. Ja, Hände hoch. 1, 2, 3, 4. 17? 17. 17. Genau, Einzelgespräche. Ich glaube, es sind alle grundsätzlich an Einzelgesprächen interessiert. Von daher, da müssen wir das Quorum nicht zählen. Wir werden, genau, wir müssen uns gleich nochmal überlegen, wie wir das genau einsortieren. Ob wir einfach noch einen halbstündigen Block nach der Mittagspause offen lassen oder wie wir das gestalten wollen, damit es da eben genug Zeit und Platz gibt. Okay, letztes Thema, außer es gibt gleich noch Ideen. Konferenz Orga Tools, Pre-Talks, Pre-Ticks von Marc, das ist ja auch eigentlich relativ klar, also die ganze Konferenzplanung. Wer möchte denn darüber diskutieren? Zehn? Elf? Elf? Dann machen wir 12. Gut. Gibt es denn, ich möchte nochmal eine Chance geben für die Leute, denen jetzt doch noch was eingefallen ist. Hat denn jetzt jemand noch spontan Session-Vorschläge, die jetzt noch nicht aufgetaucht sind? Okay, umso besser. Dann würden wir wahrscheinlich jetzt zum Sortieren übergehen und die beliebtesten Themen wahrscheinlich möglichst konfliktfrei in die großen Räume bekommen, nicht wahr?